Willkommen im nächsten Part von La Mulana. Und wir sind aus einem bestimmten Grund wieder in der ersten Welt, weil wir werden jetzt einen Weltenwechsel machen. Wir gehen nämlich jetzt zu Welt 4, ja genau. Und werden ganz kurz in Richtung von diesem Anglerfisch zurückgehen. Der eine, den wir mal umgebracht haben, netterweise. So. Wir haben nämlich was gefunden, beziehungsweise hauptsächlich durch Manuel, ne? Wie immer. Du bist so, ich was finde. Einfach. Ja. Fall jetzt mal hinunter. Ja. Upp. Richtig tief gefallen. Ja, okay. Oh shit, Alter, was ist das? Ja, und da unten ist ein Podest. Da sind wir ja, glaube ich, damals gefangen genommen worden vom Spiel, aber jetzt mal gucken gleich. Ich hoffe, dass wir das nicht gemacht haben. Ja. Ich hoffe. Das haben wir auch nicht. Da wurde ich einmal gefangen und bin nicht mehr hingegangen. Skyspring Lies Above the Sun. Okay. Also ist das, weil man dann, wenn man den Drain ablässt, dass dann das Wasser durchfließt zu den unten da. Ja. Das Wasser nach unten. Mal gucken. Yay! Das hört sich gut an. Jetzt muss nur noch der scheiß Boss getriggert sein. Ja. Wir suchen ja schon die ganze Zeit nach dem Boss. Ich habe verstanden auf den Wiki-Seiten, dass das ein Rätsel ist. Was sind die Rätsel aufgelistet gewesen? Es ist nirgends gestanden, dass, weiß nicht, Trigger the Boss oder so. Vielleicht haben sie es einfach vergessen, die Wichser. Hoffentlich. Vielleicht wussten die auch nicht, dass man das genau dann machen muss dafür. Mal schauen. Ich meine, es hat irgendwas Wichtiges gemacht, ganz sicher. Egal was. Ja, das ist klar. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht hat sich ein Pixel 2 cm nach links bewegt. Ja, sowas in der Art. Ja. Genau. So. Der war hier oben, soweit ich weiß. Siehst du, die Fledermaus hättest du zum Beispiel nicht gesehen im normalen Spiel. Mies. By the way, schau mal meinen Schlag an. Ja. Ja, ich bin schon sehr transparent, muss ich sagen. Ja. Mir Geschäfte machen ist immer gut. Sehr transparent, der Mensch. Ja. Los! Oh, nice. Und jetzt gib mir den Boss, Alter, bitte. Yes! Ja! Da ist er! Ich hab kein Anki-Will. Spaß. So. Ja, hat jetzt gedauert. Hat ewig gedauert, Mann. Was wird das für ein Boss werden, Alter? Nice. Den Boss finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, nervt gerade ein bisschen, aber. Vom Designer ist er awesome. Immer gespannt. Ich hab vergessen, das zu machen, scheiße. Na, mal gucken. Oh yes, Alter. 2 Frames pro Stunde. Oder? Jetzt geht richtig. Jetzt geht's ab. Oh shit. Da ist der Anglerfisch, er rächt sich. Scheiße. Ach so, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre der Boss. Ach so ist es, okay. Er hilft mir sogar. Oh my shit. Alter, was ist das für ein netter Anglerfisch, obwohl ich ihn umgebracht habe. Krieg's gerade nicht hin. Scheiße. Okay, mein erster Schaden, den ich ihn gemacht habe. Moment, ich ertrink gerade. Mein Boot. Okay, wie kann man dem ausweichen, Alter? Ich habe keine Ahnung. Er hat bis jetzt nur die Attacke gemacht, oder? Ja. Weil ich ziemlich abkacke. Und ihm wenig Schaden macht. Er macht andere Attacken. Dann hoffe ich, dass es so bleibt. Ich weiß nicht, warum mache ich gerade... Ich muss ein paar Mal erwischt werden. Oh nein. Okay. Ich muss ein paar Mal erwischt werden, I don't know. Was da los ist. Ein paar Moody. Ich mach halt echt auf Nummer sicher, weil ich leider ziemlich gearscht bin.
glaube, wir brauchen Schuld, müssen neue mal, oder? Ja, das wäre mal eine gute Idee. Denke. Angenehmer damit. Ja, das stimmt. Und Flares könntest du versuchen, oder? Wenn er über dir ist, halt hinaufschießen. Oh, das war gut. Wesentlich besser. Ah, shit. Hallo. Oh, shit. Neue Attacke. Die Attacke hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Stimmt. Keine Ahnung. Alles, was ich hab, reingeworfen. Und tot. Hier ist er tot. Nice. Nice, ja. Oh, da ist er. Oh, shit. Da schwimmt die Leiche. Tschüss, Barmut. Tschüss. Dame. Was? La Mulana ist gecrashed. Echt? Oh, scheiße. Ich mach mal kurz. Oh. Das ist sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert hab. Das ist auch ein Problem. Wir haben doch vorher gespeichert, wir haben doch in der ersten Welt angefangen, oder? Ich hoffe, ich habe gespeichert, scheiße. Ich glaub schon. Das ist mir auch noch nie passiert, oder habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Hier vor 11 Minuten war der Safe. Oh shit, Alter. Ich habe ja auch ein bisschen durchgelesen, also. Okay, ein Ankjuwel, gut. Du hast ja gespeichert, dann habe ich währenddessen gelesen und du bist durch die Welt gelaufen. Ja, also in der Hinsicht. Wir haben, glaube ich, nichts verpasst, zum Glück. So, Welt 5, dann machen wir den Boss gleich nochmal. Jetzt wäre es gut mit Parsec, weil dann könntest du den jetzt machen. So viel besser bin ich auch nicht. Das war trotzdem lustig. Das stimmt, ja. Ja. So oder so hättest du außerdem Parsec-Input-Lag und das wäre sowieso kacke. Ja, so schlimm ist das nicht, glaube ich. Na, manchmal schon. Bei dem Spiel so präzise muss man jetzt eh nicht sein, meistens. Ja, das stimmt schon. Naja. Da-da-da-da-da-da-da. Bist du schon wieder im Spiel eigentlich? Okay, ich habe das ganz vergessen. Gewusst. Ja, wieso hörst du mich nur so da? I kniff it. Ich vergesse es immer mit Discord. Es macht immer das Ganze so ganz komisch. Aus. Naja. So hast du schon das mit dem Podest gemacht, oder? Ja, Podest habe ich schon. Okay. Deswegen habe ich das Geräusch ja gemacht. Ah. Yeah. Jetzt muss ich nur hoffen, dass die Fledermäuse nett sind. Ja. Und los geht's. Versuch Nummer 2. Erstmal mit dem hier und dann mit dem anderen. Du. Die Musik ist halt geil. Die ist nice, ja. Ja, dang it. Ja, den Boss muss man auch erstmal verstehen, so. Ah, ich denke, der geht runter und dann geht er nicht runter. Okay, dann machen wir ganz schnell mit dem hier. Kurzen Prozess. Also wenn er nicht sowas macht. Ja, scheiße. Und dead, Alter. Ja, mit dem Ding ist der Waffe easy. Einmal.
Was? Nee. Passt schon. Das Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Also ist schon wieder ausgegangen. Ich glaube, ich muss auf dem Boot sein, kann das sein? Ja, glaube ich nämlich auch. Wie dumm ist das denn? Oh Mann. Ist mir... Ich habe das wirklich noch nie gesehen. Ich habe, weiß nicht, wie viele Playhouses selbst gespielt und gemacht eigentlich. Das ist echt fein komisch. Aber ich denke mal, dass man am Boot sein muss, ja. Ja, weil sonst ist mehr als nur Kacke. Man ja meistens irgendwo in der Luft besiegt. Ich werde mal schauen, mein Gott, wie das bei mir war. Dann ist eh nicht schwer. Ja. So. Ich kann auch hier schon. Was ist das hier gewesen? Das ist der Wii. So, du hast Bild? Ich hab dran gedacht, oder? Ja, ich höre die ganze Zeit. Okay, sehr gut. So, dann machen wir das jetzt noch einmal und dann dieses Mal beim Boot bleiben und dann hoffen, dass es klappt. Ich stehe gerade bei mir. Ja gut, ich war am Boot oben. Ja, dann mache ich das auch so. Wahrscheinlich wird das Spiel dadurch irgendwie verwirrt, weil wenn ich auf dem Fisch bin, bin ich halt eine Plattform weiter unten und das Spiel tut dich ja dann immer... Du wirst dann zu einer neuen Ebene gepusht dann. Ja, ich bin dann ja woanders und dann... Wahrscheinlich, ja... Es ist halt trotzdem komisch, weil man irgendwie, ich weiß es nicht. Wir haben sie nicht gedacht, dass man die... Ich weiß nicht, ob man die... Doch, normalerweise haben die Flares schon zu dem Zeitpunkt, wo man den Boss besiegt. Vielleicht haben sie daran nicht gedacht. I don't know. Und weil... Ja... ich denke mal, dass die Flares halt das sind. Verwirrt. Ich bin falsch rum auf dem Boot, nein. Müsste weil die Dings hier nochmal farmen. Schuldens. Wo ist es denn hier gewesen? Ah, hier. Einfach dran denken, dass ich dann auf dem Boot bleibe. Ja, okay. Ja, schade. Jetzt weiß ich nicht, ab wann das halt beginnt, ne? Dann warte ich noch ein paar mehr Cycles ab. Dang it, lass mich aufs Boot hoch. Jetzt will ich... Ja, jetzt will ich nicht mehr runtergehen, aber... Schwierig. Jetzt will ich mit den Schulkens angreifen, oder? Ja, noch ein paar... Ah, dang it. Der wirft mich halt auch immer runter. Ich glaube, viele kannst du nicht mehr in einen Ball an, weil so viele hast du letztes Mal eh auch nicht getroffen dann von denen. Ja. Jetzt besiegt. Jetzt, mal gucken. Jetzt sollte es ja klappen. Bitte, Spiel. Sollte gleich Disco Light kommen. Schon wieder. Kacke. Spiel schon wieder gecrashed, also. Scheiße, Alter. Wir können das nicht durchspielen, wenn das jetzt öfter. Also, wenn das jetzt allgemein so ist. Hätte ich auf 107 so weiterspielen sollen, Mann. Wir machen mal ohne die Flares. Ihn ohne die. Ja, aber das wird doch garantiert keinen Unterschied mehr machen. Ich will Tests mal. Ich hab's immer mit den Shurikens normalerweise gemacht.
Okay. Oh, das Spiel hat sich aufgehangen, weil ich rausgetappt bin, während es geladen hat. Oh, nee, doch nicht. Hat nichts mehr gemacht. Ja, wenn das, wenn wir werden laden, dann gibt's Sound weg. Müsst du ein paar Schuppens farmen, das geht aber eh schnell. Achso, ja, das können wir auch mal machen. Also, der Part wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel haben, sagen wir so. Geh doch mal hier, Guidance Gate, also die erste Welt. Hier bekommt man richtig viele. Hier in dem Portix sind welche. Mhm. Dann unten dann im nächsten Portix sind auch nochmal welche. Ja, hier auch nochmal. Ja. Und Gewichte auch. Ja, die können wir ja auch holen, gerne. So fein komisch. Ja, jetzt mal ernsthaft, Alter. Ich bin gerade auch am Überlegen, wir können ja noch. Zumindest eine Methode habe ich noch. Wir können nämlich über Xubuntu mit Wine vielleicht mal probieren, das Spiel zu starten. Ich weiß nicht, ob das so easy läuft, aber... Kannst du mir mal den Save schicken? Das kann ich machen, nachdem wir aufgenommen haben, nach dem Part. Ja. Warte mal, was soll ich machen? Ah ja. I've saved the game. Dann neu laden. Es wird jetzt lange dauern, so das ganze Farmen. Shit. Wobei, ja, wir machen jetzt, ja, ob es. 40, 50 bekommt man pro Lauf Schulkens. Okay, ja, gut. Ich würde aber vorher noch ganz kurz das Podest einfach mal aktivieren und das schon mal speichern. Das, ja. Falls es sich noch öfter aufhängt. Was wäre, wenn sich das deswegen aufhängt, weil wir so spät erst da hingekommen sind? Das wäre doppelt bitter. Das habe ich mir auch schon überlegt, ja. Es sollte eigentlich nicht sein. Weil ja, ich das wäre weird. Das eine Pyramidenrätsel habe ich auch ganz... Also Elmark habe ich auch viel später gemacht, als man ihn normalerweise macht. Ja. Also das war auch so nach dem Moonlight-Tempel und so allem. Das eigentlich sollte es kein Problem machen. Ich weiß aber ja nicht, was der nochmal aufmacht. Ob das ja irgendwie was... Das wäre so komisch. Vielleicht ist genau diese Kombination von Rätseln, die wir gelöst haben und nicht gelöst haben. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, es sollte eigentlich im Normalfall gehen. So ist denn der Elmark? Hier. Es war nach dem ganzen Zeug, was wir jetzt schon gemacht haben, habe ich erst den Elmark gemacht. Ja. Gerade vor dem hier Twin Labyrinth. Hier auch nochmal Geld, ist auch gut. Ja, finde ich sehr gut, also brauchen wir auch noch. Und hier gab es auch noch irgendwo Sachen. Dang it. Ja, unten gibt es noch ein paar. Ich glaube, hier gab es nichts in den Portichen. Naja, ich wollte nur testen. Los! Oh Mann. Achso, da ist er. Rechts gibt's Geld, hier nix, okay. Spiel, hör auf. Hör auf, nein, Spiel. Da sind nochmal Schulken in dem rechten Pottich. Sehr gut. Ich glaube, das war's eh für die, also wenn man es jetzt schnell machen will halt. Ja, dann. Boom, boom, nein, warte, boom. Dann machen wir das noch einmal und dann machen wir den Boss noch ein letztes Mal. Ja. Leute, save. Yes. Das sollten wir irgendwie als genug haben. Auffällig. Ja. Ja, 82 haben wir jetzt und dann easy, glaube ich, hoffe ich. Ich denke, das wird reichen. Ja, ich gehe trotzdem ganz durch einmal. Nein, geballert habe, aber... Ja. Ich meine, bei mir haben ja wirklich von diesen Leuchtteilen halt auch so ein paar, so ein paar schon gereicht. Ich muss halt einfach nur spammen und hab sie so am besten getroffen, den Typen. Ja. Mit den Schulken treffe ich halt nicht so viel.
Aber das sollte auch gehen. Ich will mein Geld. Gib mir meine Kohle! Die Teile gerade, die Vasen sind, glaube ich, gerade in Zeitlupe gefallen. So, das ist jetzt auf jeden Fall genug. Dann gehen wir kurz speichern bei dem und dann machen wir den Boss. Perfekt, ja. Ja. Scheiße, Mann. Und ich dachte, ich wäre so gut in dem Boss. Und dann stellt sich heraus, dass er dreimal das Spiel zum Crashen bringt. Er hat am Ende doch gewonnen mit seiner Leiche. Das wäre eigentlich... Ganz ehrlich, das wäre eigentlich eine geile Idee für ein Spiel, wenn es geplant ist, dass ein Boss ein Spiel crasht, ja, nachdem er ihn besiegt hat. Wenn du die, wenn sie Fourth Wall irgendwie breakt. Das wäre nice. Ja. Wenn man dann irgendeinen Kampf noch in den Folders oder sowas noch machen müsste. Oh mein Gott. Dang it. Letzter Versuch. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir das Ganze hier auf andere Partiesysteme ändern. Manche Bosse laggen ja auch, das ist einfach daran liegt, wieder daran, dass das Spiel halt uralt ist. Oder uralt ist auch gut gesagt, aber dass die Version halt nicht mehr richtig ist. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Andere Bosse haben ja deswegen auch Probleme gehabt. Und er hat die Attacke am Anfang gemacht. Könnte es auch sein, obwohl ich auch Windows 10 spiele, war ich immer irgendwie komisch. Ganz ehrlich, seitdem mein Mainboard damals kaputt gegangen ist, weil ich den Lüfter rangeschraubt habe, glaube ich, kann alles sein. Also, da glaube ich mittlerweile, dass alles so sein kann, so, ne? Durch meinen PC. Dass es nicht mehr an Windows liegt, sondern mittlerweile sogar auch an meinem Mainboard. Ja, sonst mache ich ihn halt. Shit. Wenn das stimmt hier nicht klappt, wäre es natürlich sehr, sehr scheiße. Ich meine, man könnte es noch in Dings-Modus dann versuchen. Man kann ja eh einstellen, dass Windows 7 oder 6, Windows 6, ja, Windows XP oder was auch immer emuliert. Wie auch immer man das nennen will. Ja. Nennt man das. Geh da hoch, hoch, hoch. Warum springst du nicht? So. Eigenschaften. Ja. Na gut, das sollte immer locker ausgehen mit den Schulken. Mit den Vögeln, meine ich. Mega Man 2 Vögeln. Ja. Sind gequetscht, aber. Finde ich das auch am angenehmsten, die zu machen. Einfach hier ein bisschen schießen und dann drüber hüpfen, ne? Komm. Ja, nachdem man es dann auch verstanden hat, nach dem vierten Mal, ja. Aber bist du mal tot? Wenn das der letzte Hit gewesen wäre, genau, dieser eine Stück. Ja. Weil der lebt auch unendlich, wenn ich die falsche Waffe hab. Na komm raus. Ach, der kriegt nicht mal Schaden davon. Oh, er ist tot. Oh. Ja, dann mal gucken. Jetzt hoffen, dass es nicht crasht. Sonst ja. Es wäre auch komisch, wenn es jetzt gehen würde irgendwie, aber. Ja. Gecrashed. Okay. Schick mir mal die Datei hinüber. Ja. Aber nicht mehr in diesem Part. Oder wenn überhaupt, würden wir es zusammenschneiden. Die ganze Kacke hier.
Mal ganz kurz Bildschirmübertragung und dann. In an ancient age. Your computer is crashing. Oh shit, falscher Spielstand. Ja, schon 20 Jahre alt gefühlt. Oh mein Gott, da hatten wir noch nicht mal die Chain Whip. Oh. Aber da hatten wir immer noch dieses, das genau gleiche Ankjuwel. Alter. Jetzt erst werden wir das los. Krass. Aber wir hatten schon die Feder. Boss mehr gemacht. Das ist ewig her. Bin ja kaum vorwärts gekommen. Auch das alte Ding. Oh. Der Game Master, der alte. Ja. Eieiei. So, wo ist der? Da. So. Also, wir beenden den Part hiermit. Ist blöd gelaufen. Wir werden dann wieder reinschalten, wenn wir den Boss haben. Und wenn Manuel ihn macht, werden wir den Boss anfangen. Dann werden wir reinschalten. Und dann mal gucken, ob es läuft. Sollen wir das aufnehmen, wie ich ihn mache? Oder weil... Ja, wenn du ihn machst, dann nehmen wir es auf. Echt? Ist ja eine andere Person. Keine Ahnung. Ist ja dann auch nochmal interessant als das immer gleiche von mir. Und wenn ich es auf meinem Laptop machen kann, dann würde ich es da drauf machen, mal gucken und das aufnehmen. Ich werde es trotzdem mal schauen, ob es funktioniert dann. Ja. Also ich schicke dir dann gleich den Spielstand. Ja. Ja. Das war's dann auch mit dieser Aufnahmesession für heute. Die ist heute nicht so lang und dann sehen wir uns im nächsten Part und in der nächsten Aufnahmesession. Ciao. Oh, tschüss.